Ja, da sind wir wieder zu einem leichteren Leben und heute, da liegt die Leichtigkeit wirklich in der Luft, denn Julian FM Stöckel ist zu uns ins Studio gekommen, kurzfristig eingesprungen. Ich freue mich sehr, dass das so schnell geklappt hat. Ich danke dir. Denn man wird heute Julian FM Stöckel vielleicht auch mal von einer etwas anderen Seite kennenlernen, einer etwas ruhigeren. Wir hatten gerade wirklich schon vor der Sendung ein paar tolle Gespräche. Hab immer schon wieder Angst, dass wir immer sagen, ach, haben wir schon drüber geredet, aber ein paar Sachen müssen wir noch mal unserem Publikum natürlich erklären. Du, ich bin wie eine Kassette. Ja. Ich bin wie eine Kassette, ich kann das alles nochmal zurückspulen. Ah, toll. Aber nicht nur Julian ist da, dazu passt natürlich unsere Gabriele Iasetta auch wunderbar, denn sie ist Wienerin, Julian FM Stöckel ist auch sehr viel in Wien unterwegs und Gabriele ist natürlich auch die Modedesignerin des intelligenten Schmucks und da hat sie heute auch wieder etwas dabei. Aber nicht nur das, sondern sie gibt auch noch ein Magazin heraus, Beautiful Life, und das ist ja auch ein wunderbares Motto. Und da wird sie uns heute noch ein Hotel vorstellen, in dem sie selbst war, das sie für sie zu Hause getestet hat und das sie auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Und für das gute Essen sorgt heute mal wieder unsere Astro-TV-Leichter-Leben-Köchin Sabine Salmann, die natürlich auch Lebensberaterin ist. Aber zur Lebensberatung gehört auch ein gutes Gefühl. Und ein gutes Gefühl kriegt man natürlich über ein gutes Essen. Das will ich doch wieder mal hoffen. Ja, und heute gibt es was Griechisches. Genau, genau. Ich bin sehr gespannt. Zwei griechische Vorspeisen. Griechische na, 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 na. Julian FM Stöckel ist heute zu Gast, der seit 3 Jahren ja wirklich auch das große Publikum angesprochen hat. Denn vor 3 Jahren warst du im Dschungelcamp. Davor muss man sagen, Julian, du warst immer in Berlin eine Größe. Das heißt, jemand, der irgendwie auf Partys oder sonst irgendwo unterwegs war, der kannte dich. Plötzlich kommt aber irgendwann ein großer Sender wie RTL zu dir. Jetzt sagt man immer, im Dschungelcamp, da ziehen irgendwie die Z-Promis ein oder so. Aber nimm's mir nicht übel. Du warst ja noch nicht mal ein Z-Promi eigentlich. Was war das für dich selber für ein Gefühl, als RTL plötzlich angeklopft hat und gesagt hat, juhu, Herr Stöckel, wollen Sie nicht mit? Naja, es war natürlich irgendwie ganz bunt, weil ich war ja so ein XYZ-Promi. Ich war irgendwie nichts Gutes und nichts Richtiges. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, habe ich ja ein bisschen geschauspielert, ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen dort was gemacht, aber nichts richtig. Und irgendwann klingelt das Telefon und dann gehe ich rein und dann sagt eine Dame auf der anderen Leitung, ja, hier ist Frau Müller von ITV, wir würden Sie gerne für das Dschungelcamp 2014 vorschlagen. Und ich, verarschen kann ich mich selbst. Boom, aufgelegt. Denke so, komisch. 2 Sekunden später klingelt es wieder das Telefon, ich gehe wieder und sage, hallo. Und dann kommt, ja, wir würden Sie wirklich, ich sage, mich kennt kein Mensch außerhalb Berlins. Und sagt sie, ist es uns egal? So, und da habe ich gesagt, naja, gut, triffst du dich mit der? Haben wir uns getroffen und dann hat sie mir das alles so erzählt und ich höre zu und denke, oh Gott, die meint das ja ernst. Und dann hat sie gesagt, was die bezahlen. Und ich sage, okay, ich gehe. Kein Problem, ich gehe, Dschungelcamp finde ich wunderbar, ich liebe RTL, ich liebe alles. Und dann habe ich das gemacht und seitdem bin ich ein Weltstar, musst du dir mal vorstellen. Und ich war noch vor 3 Jahren hier bei Leichter Leben und da saß ich ja mit deinem Kollegen Jens zusammen und da haben wir noch, das war schon die Zeit, wo ich das schon unterschrieben habe, aber nichts sagen durfte. Da war es nur so eine kleine Gerüchteküche. Und dann ist es tatsächlich ernst geworden. Ja. Hat das Dschungelcamp dein Leben wirklich so verändert, dass man sagt, das hat schon wirklich etwas gebracht? Ach, die Problematik ist ja heutzutage, es wollen ja wahnsinnig viele Leute in unsere Branche, wahnsinnig viele Leute wollen Schauspieler werden und Sänger und Model und hin und her, aber die wenigsten werden es wirklich. Und welche Formate kennst du noch, die schaffen, aus einem Nobody einen Star zu machen? Eigentlich gibt es nur noch Dschungelcamp, Traumschiff, Tatort und früher Wetten, das. Jetzt ist das eine weggefallen. Es gibt also nur noch 3 Formate, die es wirklich können. Und beim Dschungel ist es so, es kommt eben auch darauf an, was du draus machst. Nur hinzugehen und zu glauben, du bist danach ein Star, ist nichts, weil die holen dich hin, aber es kostet wahnsinnig viel Arbeit, Disziplin und Engagement, wirklich was draus zu machen. Und es ist eben nicht so einfach. Entschuldige, und den Einsatz wollte ich noch sagen. Und das Ding ist, es ist nicht für jeden richtig. Mhm. Es ist nicht für jeden das richtige Format, weil du bist nur du. Wenn du Schauspieler bist, kannst du da eine Rolle spielen. Die wirst du aber nach 4 Tagen fallen lassen, weil du hast nichts zu essen, nichts zu trinken. Du hast keine Kohlenhydrate, keinen Zucker, keinen Alkohol, keine Schokolade, keine Zigaretten, gar nichts. Du bist nur du. Naja, wir haben ja alle den Dschungel mitverfolgt. Jetzt seit über 10 Jahren gibt es ihn. Und er hat nicht jedem gut getan. Richtig. Also Helena Fürst zum Beispiel. Helene Fischer, wolltest du sagen? Helene Fischer, genau. Der wird da vielleicht ganz gut tun. Aber Mola ab Adebisi.
nee. Genau, auch dem hat er nicht wirklich gut getan. Also da gibt es schon richtig. So, du musst dich danach natürlich auch noch verkaufen. Genau. Du hast vorhin gerade gesagt, naja, vorm Dschungel, da warst du irgendwie so ein bisschen Schauspieler, ein bisschen Modedesigner, ein bisschen Partyboy. Was bist du denn jetzt? Also wie würdest du dich jetzt beschreiben? Du, ich bin im Moment, fühle ich mich so, ich bin einfach nur noch Julian FM Stöckel, den irgendwie jeder kennt. Und es ist so witzig, weißt du, ob du in der Schweiz bist, ob du in Österreich bist, in Deutschland bist. Jeder kennt mich. Ich war jetzt gerade vor einiger Zeit in Lorette de Mar, hatte da zwei Auftritte und da gehe ich durch die Stadt. Da sind ja nur Deutsche. Lorette ist ja eine Stadt, die für die Deutschen gemacht worden sind. Da jubelten irgendwelche Teenager von dem Balkon. Das ist die Stöckel! So, also ich bin quasi berühmter als das Brandenburger Tor inzwischen. Und deswegen, ich bin alles. Ich bin Schauspielerin, Designerin, It-Girl, Entertainerin, Moderatorin, ich weiß nicht, was es noch gibt. Nervt das manchmal auch? Also nervt es auch, dass man immer in irgendeine Rolle natürlich auch gedrängt wird? Von dir erwartet man eigentlich immer ein bisschen Happiness, ein bisschen Skurrilität, Abgedrehtheit, Partyboy. Ja. Ist es nicht manchmal auch echt ein bisschen anstrengend? Also gibt es auch den Julian FM Stöckel, der einfach mal die Tür zumacht und sagt, ich will einfach mal gar nichts haben? Oh, den gibt es sehr, sehr stark. Und so, du musst dir vorstellen, das, was ich bin, verlangt sehr viel Kraft. Und es gibt so eine Handvoll sehr enger Freunde und die für mich unfassbar wichtig sind. Und einer meiner besten Freunde ist ja hier Aufnahmeleiter, weswegen ich ja jetzt wieder hier bin. Und ohne ihn und bestimmte Leute, die mich sehr privat kennen, wäre mein ganzes Leben Horror. Weißt du, ich kann nicht mehr leben ohne gute Freunde. Weißt du, die ganzen Leute, die was von mir wollen, die zerren mir an den Nerven, die zerren mir an meiner Energie. Aber ich brauche auch mein ganz privates Leben. Und witzigerweise, umso älter ich werde und umso mehr ich mache, umso mehr ziehe ich mich eigentlich zurück privat. Ich gehe nicht feiern privat. Ich gehe in keine Clubs, ich gehe nicht irgendwie an Massenveranstaltungen, Public Viewing am Brandenburger Tor. Du, das wäre für mich Todeszone, weißt du, wie viele Fotos ich da machen muss? 500, also wenn ich da irgendwo hingehen will, komme ich nirgendwo mehr hin. Das nervt irgendwann, aber ich weiß natürlich, das ist mein ganzes Kapital. Aber du hattest ja auch im Leben wirklich Glück oder auch du bist ein spiritueller Mensch und sagst ja selber, du glaubst jetzt nicht unbedingt an Zufälle, sondern es ist dann schon auch Schicksal. Du hast ganz oft schicksalhafte Begegnungen gehabt, Menschen, die du getroffen hast, die dein Leben natürlich verändert haben. Ja. Witterpol zum Beispiel. Ja. Damit ging ja eigentlich alles los. Ja. Eine großartige Schauspielerin, die wir alle noch aus den Trombuschs kennen, die hat immer an dich geglaubt und hat immer irgendwie gesagt, aus dem... Da muss irgendwie ein bisschen mehr passieren. Ja, also Vita Pohl war im Grunde genommen die Person, die in der Stunde Null alles in mir gesehen hat, was ich nicht gesehen habe. Die hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, Julian, du hast was Besonderes, du musst Schauspieler werden. Und ich habe dann selbst in den Spiegel geguckt und habe gesagt, von wem spricht die? Was meint die überhaupt? Ich war nichts. Ich hatte keinen Humor, ich hatte keinen modischen Geschmack, ich war einfach nur irgendwie klein, ein bisschen doof und ich konnte gar nichts. Ich habe mich in den Spiegel gesehen und denke, was sollst du bloß in diesem Leben machen? Und ich hatte keine Freunde, nichts, ich war Einzelgänger, ich war Horror, eine Horrorperson. Und die hat in mir das alles geweckt und gesehen und ich werde es nie vergessen, ich musste ja wegen ihr zur goldenen Kamera gehen. Sie hat mir Aufgaben gegeben, die sie mir nie vorher gesagt hat und sie hat mich so, wie würde man heute sagen, in Challenges geschickt, für die ich heute unfassbar dankbar bin. Und ohne sie wüsste ich nicht, wo ich heute bin. Und ihr, als Vita Pohl gestorben ist, was ja leider Gottes in einer wahnsinnigen Schnelligkeit passierte, sie ist auf ihrem Grundstück umgefallen, kam ins Krankenhaus, da hat man Leukämie diagnostiziert in einem ganz weiten Stadium schon. Sie kam auf die Intensivstation, ist 3 Tage später gestorben. Und ich werde es nicht vergessen, an dem Tag war ich im Urlaub und die Bild-Zeitung rief mich abends an um 22 Uhr auf dem Handy und sagt, Julian, wir wollen es dir nur vorher schon sagen, Vita Pohl ist vor einer halben Stunde gestorben, wir machen morgen die Titelseite. Das war so nett, das war von der Bildzeitung, muss ich wirklich sagen, heute noch, denke ich, das war echt ein sehr großer Zug. Weil selten, dass sie so anständig sehr sind. Sehr selten, dass sie so anständig sind, aber du musst dir vorstellen, wenn ich morgens im Urlaub an den Zeitungslagen gegangen wäre und ich hätte vorne die Headline gesehen, Vita Pohl ist tot, dann wäre ich erstmal selbst noch umgefallen. Und ich hatte danach auch eine große Krise. Ich habe dann jemand gesucht, weil ich... Ich habe sie immer angerufen. Ich sage, Vita, ich bin zu dem Casting, ich muss das, ich muss das. Hat sie gesagt, so und so und so. Und plötzlich hatte ich niemanden mehr. Es
ganz komisch, wenn jemand stirbt und du willst jemanden anrufen, um den was zu fragen und du kannst einfach niemanden mehr anrufen. Eine Leere natürlich, die dann in irgendeiner Form bleibt. Du hast aber, Gott sei Dank, wir reden gleich noch weiter, in deinem Leben trotzdem immer wieder Leute getroffen, die es gut mit dir gemeint haben. Hier hinten ein Bild von Hannelore Elsner, Harald Glöckler begleitet dich. Also du begleitest wirklich auch viele Menschen über den roten Teppich, aber noch darüber hinaus. Ich finde das ganz schön, Julian F.M. Stöckel heute mal wirklich in dieser ruhigeren Atmosphäre das zu zeigen. Das macht das Alter. Umso älter man wird, umso ruhiger wird man. Umso gelassener wird man. Ja, gelassen man nimmt wird sich man auch nicht mehr so wichtig. Ich du glaube, das ist auch was ganz Schönes. Letztens sagt jemand zu mir, ja, wir sehen dich viel zu selten auf Partys in Berlin. Sag ich, ich lebe jetzt ganz zurückgezogen auf meinem Boot in Saint-Tropez und mache einfach gar nichts mehr. Ob das wirklich so ist, darüber reden wir gleich. Wie so ein ganz normaler Tag bei Julian F.M. Stöckel aussieht, das werde ich ihn natürlich auch noch fragen. Jetzt wollen wir uns inspirieren lassen. Und zwar geht es um die gute Küche. Die kommt dieses Mal aus Griechenland. Nicht die Köchin, aber die Küche. Sabine Salmann, Inspiration der Woche. Ja, es ist Knoblauch dabei, Frau Iasetta. Tut mir leid. Aber es riecht natürlich schon wieder fantastisch, meine liebe Sabine. Heute hast du eigentlich ein mediterranes Gericht mitgebracht, weil wir sind ja doch auch im Sommer endlich mal. Endlich im Sommer, genau. Mal kurz wieder für 2 Tage. Und da liebe ich es auch, mediterrane Dinge einfach zu essen, zuzubereiten. Oh, und da ich am Donnerstag nach Griechenland fliege. Ah, schon wieder Urlaub. Du kommst nach Wasser. Ach, das waren nur 4 Übernachtungen da auf Mallorca. Das, wohin also, denn da, und zwar nach Santorin. Ah, schön. Da freue ich mich schon die ganze Zeit so drauf. Und aus dieser Vorfreude heraus habe ich gedacht, da bringe ich doch 2 leckere griechische Rezepte mit, die oft als Vorspeisen gereicht werden. Du kennst das vielleicht auch, wenn du mal in Griechenland bist oder im griechischen Restaurant. Da stehen oftmals so viele kleine Töpfchen herum und mit so manchmal so undefinierbaren, leckeren Pasten. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Meine Freundin, die Chrisula, die hat mir dabei geholfen. Die bereitet mir immer auch wieder sehr leckere Sachen zu. Und dann frage ich sie immer mal wieder, wie hast du das gemacht und das? Und diesmal werde ich eine griechische Knoblauchpaste zubereiten, wo die Basis rote Beete ist. Ich bin normalerweise nicht so ein rote Beete-Fan, aber in dieser Kombination mag ich das sehr gerne. Da kommen dann auch Walnüsse. Aber ich finde rote Beete, also man denkt viel zu wenig an rote Beete. Wenn man sie aber dann so riecht und wenn man dann mal so ein rote Beete-Salat oder das auch in so einer Kombi, dann denkt man, es ist doch eigentlich auch was Leckeres, oder? Ist ja wohl auch ein Gemüse in irgendeiner Form, so eine rote Beete. Ja, ich oder? Weiß auch nicht. Also rote Beete, die hatte ich immer so weggeschoben aus meinem Leben, aber die kommen vermehrt jetzt so in der letzten Zeit. Ist auch echt ganz gut. Und die wird dann gleich püriert, da kommen Walnüsse hinzu. Natürlich jede Menge Knoblauch, tut mir leid, Gabriele, aber. Und dann halt, wie gesagt, gemahlene Walnüsse und Tahini, Olivenöl kommt hinzu und auch noch etwas Weißweinessig. Also du siehst lauter gute Zutaten. Wenn man das fertig hat, dann kann man das durchaus auch 3 Tage im Kühlschrank lassen. Und ich habe das dann als Brotaufstrich noch verwendet. Man kann es als Dip nehmen. Ja, also man kann Gemüsestäbchen da in Sticks hinein tun. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist heute Morgen ein paar Pita-Brote gebacken. Guck mal, so ein paar kleine, niedliche. Ja, und ich dachte am Anfang noch, naja, klar, die gibt es dann so zu kaufen. Und dann schiebt man die kurz in den Backofen rein. Aber du hast sie wirklich selber gemacht, ja? Die habe ich selber gemacht und die gehen ganz einfach. Ich glaube, noch eins. Ich habe schon eins gekriegt. Ja, ich habe schon auch genug gemacht. Ich habe das schon so kommen sehen, ja? So als Hellseherin. Und, ich will auch. Ist aber noch sehr trocken. Kriegst gleich eins mit Belag. Ich will Griechen. Du kriegst zuerst. Du kriegst zuerst. Ja, und das geht ganz einfach. Oftmals, wenn man auch Brote kauft, sind da noch zusätzlich viele Stoffe drin und Zusatzstoffe und auch ausschließlich Weizenmehl. Die habe ich jetzt mit 300 Gramm Dinkelmehl und Weizenmehl kombiniert. Und habe die wirklich schnell zubereitet. Erzähl mal. Also das sind 500 Gramm Mehl. Kann man wirklich, also das kann man sogar im Kopf behalten. Du hast es mir vor der Sendung erzählt. Ich wüsste aber immer noch, wie sie funktionieren. Also gut, 500 Gramm Mehl, 300 Gramm feines Dinkelmehl, 200 Gramm feines Weizenmehl, ein Würfel Hefe, das sind so 45 Gramm, löse ich vorher in 300 Milliliter lauwarmem Wasser auf mit einem Teelöffel Zucker. Braunen Zucker habe ich da genommen und habe das Ganze dann auch noch mit einer ordentlichen Prise Salz vermengt. Eine Stunde gehen lassen, bis es so richtig schön hochkam, das Ganze. Und dann habe ich es nochmal durchgeknetet in 2 ca. 5 cm breite Rollen gerollt und so 2 bis 3 cm breite Stücke geschnitten, habe die dann
zu lauter kleinen Kügelchen gemacht. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Ich habe auf jeden Fall auf dem Weg hierhin schon viele kleine Brote verloren. Das war, glaube ich, so fast die doppelte Menge. Und, wie, bist du durch die U-Bahn gelaufen und hast Brote geteilt? Oder? Nein, hier so auf dem Weg, so von vorne bis hier. Von hier hast und zu Hause auch schon, ja, da wurde auch schon zugegriffen. Mhm. Und, ich habe Schnittlauch im Haar. Ich habe Schnittlauch im Haar. Oh. Petersilie, ja, genau. Und dann habe ich auch da kleine Kugeln geformt und die habe ich dann auch mal 5 Minuten gehen lassen und dann zu kleinen Kreisen ausgerollt und dann mussten die in einen richtig heißen Ofen, also 250 Grad und dann brauchen die nur so 7 bis 8 Minuten und dann gehen die so, da sind so einige schön hochgekommen hier, dann werden die so richtig schön. Ja, aber ich finde, das hat auch schon wieder irgendwie, das ist echt so schnell gemacht und man traut sich manchmal nicht ans Brotbacken, weil man immer denkt, man braucht eine Brotbackmaschine oder sonst irgendetwas, aber eigentlich zack, zapp, hat man kleine Peterbrötchen. Genau, es ist einfach, es ist ungewohnt, ne? Aber es ist... Ach, sieht auch echt sehr profimäßig aus. Und dann, freut mich, und dann mache ich noch einen Auberginen-Salat. Das sieht jetzt erstmal gar nicht so schön aus. So finde ich so die Aubergine pur, ne? Ja. Da habe ich einfach eine Aubergine bei 175 Grad eine Stunde lang in den Backofen gepackt. Und dann habe ich die Haut abgezogen, in der Mitte die Kerne entfernt, wenn man dann sehr kernige hat. Das ist jetzt eine Aubergine. Und dann den Saft so ein bisschen ausgepresst, ein kleines Stückchen geschnitten, ein bisschen Zitronensaft hinzugegeben. Und dazu kommen dann schöne frische rote Zwiebeln, Petersilie kommt noch hinzu, Paprikapulver, Chili kommt noch mit hinzu. Und kein Knoblauch. Da kommt kein Knoblauch, aber Zwiebeln. Rote Zwiebeln. Ich habe auch schon überlegt. Gabriele muss heute hungrig ins Bett gehen. Aber vielleicht mag sie so ein Brot. Oh ja, ein naschen. Trockenes Brot. Ich bringe dir gleich eins mit. Und ein Olivenöl natürlich. Und ein Glas Wasser. Ja. Und ein Schuss Olivenöl natürlich auch noch. Ne? Okay, lass uns mal kurz starten mit der ersten Paste. Also da brauchen wir rote Beete. Genau, rote Beete und Knoblauch. So Zucker. Fünf Knoblauchzehen. Also das möchte ich mal ein bisschen klein schneiden. Habt ihr heute Abend noch was vor? Du kannst natürlich auch in der Zeit... Wir essen ja beide, dann stört es uns herrlich. Dann können wir auch in aller Ruhe noch knutschen. Genau, Lieber. Dann geht es. Ja. Du kannst natürlich auch in der Zeit schon parallel dazu auch... Nee, ich kann ja nicht so zwei Sachen gleichzeitig. Okay. Da bin ich so ähnlich wie Julian. Wir sind doch schon so ein eingespieltes Team. Nee, ich muss dir zugucken. Okay, ich schnippel mal jetzt hier die rote Beete in ein kleines Stückchen, sodass der Brühestab... Also haben wir ja noch ein bisschen Zeit, weißt du? Ich bin ja dann noch mal weg, dann kannst du ja schon wieder ein bisschen... Ach so, dann kann ich ja noch in Ruhe arbeiten, gut. Dann ist ja kleine gut. Rote Beetchen. Kleine rote Beetchen, genau. Man kann die sind jetzt gekocht, aber man kann sie durchaus auch mit der Aubergine, kann man sie durchaus auch im Backofen mitbacken. Rote Beete gibt es richtig schön leckere, auch im Bioladen, die sind so richtig schön tiefrot. Dahin ist so ein bisschen wie Erdnussbutter, ne? Ja, das ist Sesammus. Sesambutter. Und es ist auch unglaublich gesund, da sind so viele wichtige Nährstoffe drin. Kannst du auch mal pur kosten, da hast du einen Löffel, wenn du möchtest. Es ist so ein bisschen lustig. Die Zunge bleibt an. Schmeckt gut. Na, du siehst so begeistert aus. Ein bisschen hat was, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel reinmacht. Ich habe ein bisschen zu viel reingemacht. aber lecker. Also ich glaube, so als kleine Würzpaste ist das schon. Wofür verwendest du sonst noch Tahin? Das kann man auch gut für Hummus nehmen. Also für Kichererbsenpaste. Das ist immer so als kleine Zugabe. Sehr leckere Sache. Jetzt gebe ich da gleich nochmal einen Schuss Essig rein. Weißweinessig ist auch nicht so intensiv, also hat ein bisschen was Milderes. Da gebe ich mal so, mal gucken und die Menge. Ich mache da auch viel nach Gefühl. Ich werde das Rezept natürlich auch wieder auf Facebook. Das habe ich immer gerne, weißt du, dieses eine Prise hier und machen Sie mal nach Gefühl. Ich koche auch nach Gefühl. Ich habe nicht ein einziges Rezept, ich habe alles im Kopf. Oh, du bist so toll, wirklich. Ich bin auch Köchin, musst du dir mal vorstellen. Was du alles bist. Hausfrau. Können wir mal zusammen was kochen. Ja. So, und jetzt? Wird's laut. Jetzt wird's laut. Spannend. So. Da braucht natürlich jetzt ein bisschen Geduld, aber es lässt sich ganz gut pürieren. Man muss natürlich aufpassen, was man anhat. Ne? Die rote Beete, die kriegt man wirklich nicht mehr raus. Echt. Ist sowas wie Kürbiskernöl, kriegt man auch nicht mehr raus. Es gibt so ein paar Sachen, die sind echt verhext. Curry. Ja. Oh, Curry ganz auf schlimm. Auf einer weißen... Oh, was hab ich mir schon mit Curry versaut? So, gleich bin ich fertig. Die kleinen Knoblauchstückchen müssen ja auch noch... Ich lasse dich einfach in aller Ruhe noch mal ein bisschen weiter. Ich bin schon fertig. Wir machen eine kurze Pause, danach geht's weiter mit Gabriele Iasetta und die erfüllt Ihnen heute mal wieder Wünsche. Bleiben Sie bei uns.
Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Ja, und den intelligenten Schmuck können Sie sich auch heute wieder nach Hause holen, denn Gabriele Iasetta ist diese Woche wieder in Berlin, hier bei Leichter Leben, aber auch heute um 17 Uhr später noch bei Astro TV mit vielen neuen Produkten. Aber jetzt will sie erstmal ihre Wünsche in Erfüllung gehen, in Erfüllung bringen, gehen lassen, wie auch immer, intelligenter Schmuck. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Ich liebe sämtliche Armbänder von dir und ich finde auch dieses Wunscherfüllungsarmband, nicht nur weil es so einen schönen Namen hat, ist wieder ein wunderbares Produkt. Es sieht einfach toll aus, es ist wieder außergewöhnlicher Schmuck, es ist schöner Schmuck, aber es ist auch wieder Schmuck, der so viel mehr kann. Und wenn wir an Wünsche denken, dann hoffen wir natürlich auch, dass sie in Erfüllung gehen. Genau, aber man kann das natürlich unterstützen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen und zwar mit den Wunscherfüllungsarmbändern, denn es gibt Heilsteine, die dafür zuständig sind, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und die sind auf dieses Armband gepackt. Da gibt es nämlich die Heilsteine, die für die Liebeserfüllung der Heilstein, der für die Liebeswunscherfüllung zuständig ist. Und das ist der Mondstein. Dann gibt es auch den Stein, der für die Wunscherfüllung von Reichtum und Erfolg zuständig ist. Das ist der Zitrin. Dann gibt es natürlich auch noch für die Vitalitätswünsche einen Stein. Das ist der Rauchquarz. Und der Bergkristall unterstützt alle Steine in ihrer Wirkung noch, dass sie noch stärker wirken. Es ist ja bekannt, dass der Bergstein noch Bergkristall auch noch alle anderen Steine in der Wirkung unterstützt. Deswegen ist er natürlich auch auf diesem Armband drauf. Außerdem sorgt dafür der Bergkristall, dass Energieblockaden aufgelöst werden, dass die Glücksenergien verstärkt werden und dass die positiven Möglichkeiten, das Glück anzuziehen, verstärkt werden. Dass Steine Kräfte haben, das können wir alle nachlesen. Es gibt unzählige von Büchern, unter anderem, das ist ein Buch, das du immer dabei hast, nämlich die Wunscherfüllung mit Kraft der Steine. Und wir alle wissen ja, wenn wir mal so einen Stein in der Hand haben, wie schnell der sich auch verändert. Das heißt, welche Wärme der manchmal ausstrahlt, welche Power der wirklich auf uns übersiedelt. Und was du hier wieder gemacht hast, ist natürlich die perfekte Kombination zusammenzustellen. Genau, denn jeder Stein ist dreifach auf diesem Armband, denn 3 ist die magische Zahl vom Wünschen. Immerhin erfüllt die gute Fee ja immer 3 Wünsche. Und in diesem Fall bin ich ihre gute Fee mit dem Armband, das immer die Dreifach-Kombination darauf ist, mit dem dreifachen Steineffekt, sozusagen mit den Wirkungssteinen. Aber es ist auch noch dreifach der Amethyst darauf. Und der Amethyst, wenn Sie meine Sendungen kennen, dann wissen Sie, dass das ein ganz wichtiger Stein ist, denn der sorgt dafür, dass ihre Blockaden aufgehoben werden. Und zwar bestehen wir ja aus 70 bis 80 Billionen Körperzellen und jede Zelle hat das Zellwasser gespeichert, besteht aus Zellwasser. Und da sind auch alle Erinnerungen gespeichert. Alles, was wir erlebt haben, befindet sich in unseren Zellen. Und wenn wir Dinge erlebt haben, dass wir eben Blockaden aufgebaut haben, dass unsere Wünsche in Liebe, in Erfolg, in Reichtum nicht in Erfüllung gehen, dann kommt da der Amethyst zu tragen und hilft uns, diese Blockaden zu lösen, sozusagen die Türen zu öffnen, damit die Wunscherfüllung in, ja,
ins Leben kommen kann, in ihre Zellen sozusagen kommen kann. Und dann erst durch das Aufmachen des Amethysts können die anderen Steine ihre Wirkung auch eröffnen und sozusagen auf ihre Zellen wirken. Man bekommt im Grunde genommen auch noch ein kleines Büchlein mit dazu. Da werden nämlich nochmal alle Steine ganz genau erklärt, nämlich welche Wirkung diese Steine haben. Dieses Armband ist nicht nur schön, sondern es ist ein Unikat. Das heißt, jeder Stein ist natürlich auch ein Stein der Natur. Das heißt, es sind keine Glasperlen, die Sie hier bekommen, sondern wir reden hier wirklich von Heilsteinen. Und dieses Wunscherfüllungsarmband, das bekommen Sie heute wieder zu einem sensationellen Preis, nämlich anstelle von 69 Euro für 59 Euro. Und das ist dieses Armband allemal wert, denn es kann einen ein Leben lang begleiten und ein Leben lang bekommt man auch gute Energien. Denn genau. Du hast natürlich auch wieder eines mit eingearbeitet und das ist ein Markenzeichen, nämlich die kleine Energiespirale. Und die hat natürlich auch noch eine besondere Bedeutung. Genau, die bommelt sozusagen da vorne drauf auf der Edelstahlperle, wo das Wort Wunscherfüllung darauf eingraviert ist. Denn ich arbeite ja noch zusätzlich auch mit den Worten. Dr. Masaru Emoto hat uns ja gezeigt, dass Worte eine Wirkung auf Wasser haben. Wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser und natürlich wirken Worte auf uns, durch die Haut, auf unsere Zellen. Und wenn da das Wort Wunscherfüllung steht, dann wirkt das Wort Wunscherfüllung natürlich auch auf unsere Zellen, damit wir uns öffnen, dass unsere Wünsche jetzt in Erfüllung gehen können. Und darauf eben die Energiespirale, auf die Sie in jeder Vollmondnacht Wunscherfüllungsenergie gesendet bekommen, da sind eben wirklich die Komponenten zusammengefasst, damit Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Natürlich gibt es das auch zum Thema Reichtum und zum Thema Liebe. Auch, es gibt auch eine Edelstahlperle mit dem Wort Liebe und es gibt eine Edelstahlperle mit dem Wort Reichtum, dass auch diese Worte durch die Haut auf ihre Zellen wirken können und sie in die Schwingung kommen. Und Sie wissen, es ist alles Schwingung. Sie haben eine Grundschwingung. Und das Resonanzgesetz gibt Ihnen recht, das, was Sie aussenden, Ihre Schwingung, die Sie aussenden, die ziehen Sie wieder in Ihr Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, positiv zu schwingen und auch Wünsche zuzulassen. Denn wir wünschen oft so viel und trotzdem gehen so wenig in Erfüllung. Aber wir wünschen auch manchmal eben unsinnige Dinge. Das heißt, Wünsche müssen natürlich schon auch in irgendeiner Form erfüllbar sein. Das heißt, wenn wir alle vom großen Lottogewinn träumen, dann ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch kein wirklich guter Wunsch. Ja. Es würde sein Leben vielleicht nicht verbessern. Genau. Aber es ist mal ganz schön, sich über Wünsche Gedanken zu machen. Und deswegen gibt es bei diesem Armband eben noch so ein kleines Ritual, das du dir auch ausgedacht hast. Es sind nämlich noch 3 Zettel dabei. Und diese 3 Zettel, ja, da kann man sich schon mal mit seinen Wünschen, mit dem, was das Leben vielleicht schöner macht, auseinandersetzen. Das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, sondern das habe ich schon recherchiert. Nein, aber natürlich, das weiß man ja von dir. Du machst dir Gedanken und das ist wirklich ein ganz schönes Ritual, was man zu Hause retuschieren kann. Also recherchiert man. Erzähl, warum diese 3 Farben? Auf den gelben Zettel, den nehmen Sie als erstes, weil der ist für viele ganz wichtig. Und da schreiben Sie auf der einen Seite drauf, ich bin reich. Und auf der anderen Seite, also auf der Rückseite sozusagen, schreiben Sie alle Ihre Wünsche zum Thema Reichtum auf. Und dann legen Sie diesen Zettel zusammen, geben ihn in Ihr Portemonnaie ins Münzfach und dort wird es durch die Münzen sozusagen aufgerieben. Und spätestens dann, wenn der Zettel nicht mehr vorhanden ist, weil die Münzen eben zerrieben haben. Spätestens dann sollten ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sein. Der gelbe Zettel passt natürlich dann wunderbar zum Zitrin. Der passt zum Reichtumsstein, natürlich. Oder? Und er passt dann super natürlich ins Reichtumsportemonnaie hinein. Auch das ups. Natürlich. Ups, da ist sie verschwunden, die Andrea. Komm wieder hoch aus dem Keller. So, ist mir das doch runtergefallen. So. Dann nehme ich mal an, der hier steht wahrscheinlich für die Liebe. Genau, da schreibt man darauf, ich bin verliebt. Und auf der Rückseite schreiben Sie alles zu Ihren Themen, zum Thema Liebe. Natürlich der Traumpartner, vielleicht der Kinderwunsch, Freunde, Familie, was auch immer mit dem Thema Liebe zu tun hat. Einfach das alles auf die Rückseite schreiben. Und im Südwesten, das ist die Feng Shui-Ecke für die Liebe, in Ihrer Wohnung irgendwo aufbewahren. Und dann gibt es noch den weißen Zettel. Den weißen Zettel, da schreiben Sie alle Ihre Themen, also so wie Sie sich fühlen wollen. In Ihren Worten, ich führe ein erfülltes, reiches, glückliches, gesundes Leben. Einfach alles, was Ihnen wichtig ist, das schreiben Sie auf diesen weißen Zettel und legen ihn entweder unter Ihr
Kopfpolster, Kissen. Ich weiß wieder nie, was richtig ist. Aber wir verstehen dich doch. Ja? Weißt du, es okay. Ist ja nicht so. Matratze heißt Gott sei Dank bei Matratze. Uns. Heißt bei beiden gleich. Oder unterm Bett. Einfach, dass ihr Unterbewusstsein diese Worte in die Resonanz mit diesen Worten in die Schwingung geht. Wir verstehen dich immer und vor allem verstehen wir immer den Sinn deiner Schmuckstücke. Und der Sinn ist eigentlich immer, dass du probierst, den Menschen ein schöneres, ein reicheres, ein erfüllteres Leben zu schenken. Und diese Schmuckstücke, die du wirklich auf den Markt bringst, die sind so gut durchdacht, die sind so gut recherchiert, dass man wirklich sagen kann, es ist die Kraft der Steine. Es ist aber auch unser Unterbewusstsein, nämlich natürlich. Die Kraft der Wünsche. Wir alle wissen doch, wenn wir irgendetwas wirklich wollen, dann bleiben Wünsche nicht einfach nur Träume? Ja, ganz wichtig beim Wünschen ist Wünschen, auf den Zettel schreiben und nicht mehr dran denken, loslassen. Denn es ist wirklich so, wenn Sie nicht loslassen, immer wieder dran denken, dann hängt man an den Wunscherfüllungsenergien fest. Und Wünsche gehen am schnellsten in Erfüllung. Und das wirklich in wenigen Sekunden oder in einem Tag oft, wenn man loslässt, wenn man nicht mehr dran denkt. Das Armband macht die Arbeit und Sie lassen einfach los und Ihre Wünsche werden in Erfüllung gehen. Man hat ein gutes Gefühl. Es ist so ein kleiner Talisman, den man von dir heute wieder bekommen kann für 59 Euro. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Preis, den du heute wieder unseren Leichter Leben-Zuschauern präsentierst. Das Wunscherfüllungsband, wirklich, da haben sie wieder, man kann schon fast sagen, Spiel, Spaß und Freude, nämlich drei Dinge auf einen Schlag. Man kann sich mit sich selber auseinandersetzen und das ist der erste Weg natürlich auch, an seine Wünsche ranzugehen und an seine Wünsche zu glauben. Ich möchte noch sagen, ich bin ja gerade am Übersiedeln in ein neues Geschäft, neues Lokal, wo mein Büro und mein Lager stattfindet. Und deswegen ist dieses Armband auch bis zum Herbst jetzt kurz vorm Ausverkauf. Also wenn Sie sich dafür interessieren, dann wirklich heute anrufen, denn es steht kurz vorm Ausverkauf. Es wird es wieder geben im September, aber bis September wird es dann ausverkauft sein. Und bis September wollen Sie doch nicht warten, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, oder? Deswegen schlagen Sie jetzt zu, unten eingeblendete Telefonnummer, einfach unser Codewort Leichter Leben dazu sagen und dann kriegen Sie auch noch diesen wunderbaren Sonderpreis von Gabriele Iasetta. Schön verpackt, wie immer, deine Schmuckstücke, aber nicht nur das, sondern wirklich auch, falls es Ihnen zu schnell gegangen ist, jeder Stein wird nochmal erklärt und natürlich auch das Ritual steht nochmal genau beschrieben dort in diesem kleinen Büchlein, damit Sie auch wissen, was Sie mit den Zetteln wirklich zu tun haben. Heute 17 Uhr, da geht es weiter mit Gabriele Iasetta und anderen wunderbaren, kraftvollen Powerpaketen. Freuen Sie sich drauf, seien Sie wieder mit dabei. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank, meine Liebe. Bussi und Papa. Bis später. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. FM Stöckel heute zu Gast bei Leichter Leben. Das leichte Leben, das ist dir irgendwie, man kann nicht sagen, in die Wiege gelegt worden. Aber, und wir haben vorhin schon gesprochen, du hast eigentlich immer Menschen um dich herum gehabt. Und das ist auch was ganz Wichtiges, nämlich die an dich geglaubt haben, die dir Mut gemacht haben, wirklich auch deinen Weg zu gehen. Du kommst ja eigentlich aus, also so zumindest habe ich es bei Wikipedia gelesen, aus einer recht normalen bürgerlichen Familie. Arztfamilie, also gar nichts mit dem Showbereich zu tun gehabt oder die dich in irgendeiner Form auf diesen Weg gebracht haben. Ja, das ist richtig. Ich komme eigentlich aus einer sehr konservativen Familie und bis zum Dschungel hat meine Familie auch immer gedacht, mein Gott, lernt jetzt noch mal einen richtigen Beruf, kommt da noch mal was Vernünftiges oder ist das nur dieses Rumgespringe und Rumgetanze und Rumgemache? Und als ich mit Mode angefangen habe, hat mein Onkel zu mir gesagt, wirst du jetzt Schneider? Sag ich, nein, ich mache jetzt Design, ich entwerfe das, lalala, und Schneider tut es irgendjemand anders. Naja, und dann, ich habe das Dschungelcamp meiner ganzen Verwandtschaft verheimlicht. Außer meiner Mutter und meinen Freunden wusste das keiner. Und meine Verwandtschaft hat quasi plötzlich RTL eingeschaltet und sind vom Stuhl gefallen. Und um Gottes Willen, da ist Julian, um Gottes Willen, Hilfe. So, und meine Tante, die eigentlich sehr kritisch ist, hat dann irgendwann nach dem Dschungel mir mal ein Kompliment gemacht, hat dann gesagt, Julian, ich hätte nicht gedacht, wie gut du das gemacht hast. Und der Witz ist, meine Tante und mein Onkel haben ja jeweils, also meine Tante hat eine Klinik in Berlin, mein Onkel hat eine Praxis in Berlin. Und es kommen eben teilweise, mein Onkel ist Kinderarzt, Mütter in die Praxis und sagen, kennen Sie eigentlich Julian F. im Stöckel? Und dann sagt mein Onkel, das ist mein Neffe. Und die, nein!
gehen. So, also es ist ganz verrückt. Mein Onkel, meine Tante mussten sich sehr lange daran gewöhnen, dass plötzlich ich derjenige bin, der über den Namen dermaßen bekannt geworden ist. Und das war schon eine ganze Aufgabe für meine ganze Verwandtschaft. Wenn man dich aber über den roten Teppich natürlich laufen sieht, wenn man dich bei Veranstaltungen sieht und auf dich aufmerksam wird, dann muss man schon sagen, dann sieht man meistens einen sehr aufgekratzten jungen Mann. Mhm. Im Dschungel, da gebe ich deiner Tante auch wirklich recht, da hat man eine andere Seite von dir auch gesehen. Mhm. Das heißt, war das mutig von dir, auch mal eben diese leisen Töne anzuschlagen, oder ist es einfach so passiert? Man kann nicht die ganze Zeit in so einer Rolle drinnen stecken. Naja, ich meine, in Julian steckt natürlich sehr viel Julian FM Stöckel. Also ich bin auch auf dem roten Teppich ich. Also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt wahnsinnig verstelle und mir wahnsinnig viele Geschichten ausdenken muss. Natürlich bin ich im Privatleben irgendwie ruhiger und aufgeräumter und ein bisschen, ja, nicht so dramatisch. Das war ich natürlich am Anfang des Dschungelcamps auch, aber irgendwann kannst du es nicht mehr, weißt du, du hast nichts zu essen, nichts zu trinken, du arbeitest auf den letzten Kraftreserven, die du noch aufbringen kannst, und irgendwann, es war ganz witzig, viele meiner Freunde meinten dann, ja, du warst gar nicht so lustig und so weiter und so fort, und ich habe gesagt, ich konnte einfach nicht mehr. Und als ich rausgewählt worden bin, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich war so unfassbar froh und bin ins Hotel, habe dann geschlafen und in der ersten Nacht im Hotel hatte ich einen Albtraum und bin aufgewacht, schweißgebadet, und habe gedacht, ich muss morgen in den Dschungel, ich muss morgen in den Dschungel. Und denk so, nein, ich war ja schon. Und ich war so glücklich, dass ich, boah, es war wirklich, also es war eine wahnsinnige Zeit. Ich will das nicht missen, aber nochmal würde ich das, glaube ich, nicht aushalten. Auf was, welchen Luxus hast du am meisten vermisst im Dschungel? Weil wenn ich an dich denke, wenn ich dich angucke, dann weiß man schon, dass du ein wahrscheinlich doch eitler Geselle bist, oh ja. Dass dir das Leben und auch der Luxus wichtig ist. Kann man jetzt sagen, hatte man im Dschungel wahrscheinlich weniger. Naja, das Schlimmste war für mich natürlich ungeschminkt sein. Ich sah ja aus wie eine Wurst. Als diese Bilder von mir gesehen, wie kann man bloß so hässlich und fett und ekelhaft aussehen? Nein, das kann ich dich beruhigen. Nein, das ist, ich muss ja auch zwischendurch immer auf den Bildschirm gucken und denke, mein Gott, sehe ich heute gut aus. Und das war im Dschungelcamp furchtbar. Aber jetzt kommt, weil wir den passenden Stuhl heute rausgesehen haben. Ja, der hat heute übrigens Premiere. Der war noch nie on air. Das heute ist auch gut zum ersten Mal, ja, haben wir mal für Julian. Ich habe den Stuhl entjungfert. Ich bin so jemand, ich führe ein und irgendwas. Naja, auf jeden Fall war das so, ich hatte ja Luxusgegenstand Tuch aus meiner Kollektion bei, was ich mir dann immer irgendwie gebunden habe, damit ich irgendwie ein bisschen fresh aussah. Und jetzt kommt es, eine BB-Cream. So. Und alle meine Mitbewohner haben gesagt, oh, können wir noch ein bisschen was mit deiner BB-Cream machen? Haben? Weil es war quasi der Luxusgegenstand aller Luxusgegenstände, weil ich dann immer, wenn ich Interviews hatte, mich erstmal aufgefrischt habe und dadurch am besten aussah trotzdem von allen. Ja. Weil die meisten waren ja, vor allen Dingen mein Freund Winfried Lazeder, der wird es jetzt hassen, sollte er zuschauen, der sah ja teilweise aus wie der Tod selbst schon. Und einmal habe ich ihn geweckt morgens und sagt so, Winfried, lebst du noch? Und dann hat er die Augen aufgemacht, guckt mich an und sagt so, weißt du, was das Schlimmste ist im Dschungelcamp? Sag ich, nein. Sagt er, wenn man morgens aufwacht und in dein Gesicht guckt. Und dann habe ich gesagt, du, ich wollte nur gucken, ob du tot bist. Ansonsten werde ich dich morgen nicht nochmal wecken. Wenn du dann tot bist, ich lass dich liegen. Winfried, das sage ich dir, nimmt dich keiner mehr mit. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die wirst du dein Leben nicht vergessen. Wie bist du sonst so? Also Du bist auch sehr eng mit Harald Glückler zum Beispiel. Mhm. Harald Glückler ist ja auch jemand, der viel von seinem Privatleben preisgibt. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal so einen kleinen Einblick in sein Zuhause bekommen, wenn man ein bisschen Fernsehen guckt. Ist Julian FM Stöckel auch so? Also lebst du auch so pompös? Brauchst du auch in irgendeiner Form Luxusgüter um dich herum? Oder hast du es eher schlicht? Witzigerweise lebe ich eigentlich privat ganz anders als das, was man glaubt. Weil ich liebe es, ganz wohnlich zu wohnen. Also ich mag es eigentlich gar nicht so zu wohnen wie in einem Museum. Also viele Leute haben ja dann einfach ein Loft und da ist alles sauber und jeder Zentimeter perfekt. Und bei mir liegt alles rum über. Ich habe Stapel mit Büchern, Stapel mit Zeitungen. Ich bin auch so kreativ, weißt du. Und dann hasse ich ja aufräumen und putzen. Das ist ja das Schlimmste und Schrecklichste überhaupt. Und zum Beispiel fange ich an, irgendein Buch zu lesen. Dann muss ich das offen stehen lassen, weil ich da weiterlesen will. Am nächsten Tag fange ich ein neues Buch an zu lesen. Also ich lebe so ein bisschen im Chaos. Und bei Harald Glöckler ist es so, der lebt ja
der lebt sich ja, also in jedem Möbelstück, in jedem Stift, in jedem Bild lebt er mit drin. Er ist eine Kunstform. Er ist eine Kunstfigur und er ist auch eine Kunstform. Und er ist einfach auch eine großartige Inspiration, weil er hat eine Aura. Weißt du, wenn Harald reinkommt in die Tür, dann ist jemand da. Weißt du, es gibt 500 Leute, die kannst du in denselben Raum stellen und es passiert nichts. Und in den Raum kommt er und der Raum ist leer und der Raum ist gefüllt mit Leuten. Also es ist großartig. Und so wie er, aber auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Hannelore Elsner, das sind Menschen für mich, die ich unfassbar gerne habe. Und ich bin so dankbar, dass ich mit ihnen befreundet sein darf. Beziehungsweise, dass sie mit mir befreundet sind, weil die Älteren geben ja an, wer mit wem was macht. Und ich bin so glücklich darüber, dass die mir auch so viel von ihrem Leben zeigen. Und das ist für mich jeden Tag wunderbar. Und ich bin sowieso jemand, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor meinem eigenen Leben und vor meiner Karriere. Und deswegen denke ich immer, mein Gott, danke den Göttern und allen, dass ich so leben kann, wie ich leben möchte. Im Moment bist du viel unterwegs. Das heißt, du bist zwischen Berlin, Wien, am Wörthersee. Ja. Da gibt es auch schon wieder so eine Gerüchteküche, ob da irgendwie was passiert. Machst immer noch dein Design. Heute darf sich auch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin über ein Halstuch von dir freuen. Denn das dürfen wir heute noch verlosen. Und ich glaube, dass dir das schöne Leben natürlich auch wichtig ist. Schöne Hotels. Und vielleicht bist du jetzt ganz aufmerksam, denn Gabriele Iasetta, die stellt gleich ein schönes Hotel vor, und zwar in Bayern. Ist ja im Grunde genommen auf dem Weg von Berlin nach Wien. Komm mal rüber. Du könntest auch über Bayern in irgendeiner Form fahren, Bayern, oder? Wörthersee. Ja, ja, warum denn auch nicht? Am Wörthersee. Du hast heute nämlich ein Hotel mitgebracht, Hotel Gut Edermann heißt dieses Hotel. Da warst du natürlich auch selber schon und hast das mal wieder getestet für dein Magazin Beautiful Life. Erzähl mal ganz kurz, Bayern so und so immer eine Reise wert. Das muss man ja sagen. Aber auch da wirklich ein Wellness-Beauty-Hotel, das man weiterempfehlen kann. Ja, ein Beauty-Hotel oder Wellness-Hotel, wie man will, der ganz besonderen Art. Die sind eben auch sehr, also es ist im Berchtesgadener Land. Dort kann man ja mal wunderbar wandern gehen und Radfahren gehen und die Natur genießen. Und es ist, man sieht hier schon sehr viel mit Holz. Es gibt sehr viele Saunen. Ich habe sie nicht alle getestet, weil es so viele gibt. Es gibt Dampfbäder, es gibt also Wellness pur, es gibt Außenpool, es gibt Innenpool, ein Riesenpool. Ich schwimme so gerne. Und wenn ich innen auch einmal ein großes Pool habe, nicht nur außen, dann freue ich mich ganz besonders. Außen ist noch ein Badeteich eigentlich, ein Naturbadeteich. Was auch sehr gut ist, ist, dass die bauen eigene Wildkräuter an, die wachsen alle rund ums Haus. Das Fleisch kommt von den Bauernhöfen der Umgebung. Die Milchprodukte auch von den Bauern, also von Berchtesgadener Land. Das Brot kommt vom Biobäcker, der auch in der Nähe wohnt, oder nicht wohnt, sondern seine Bäckerei hat. Die Natursäfte aus der Umgebung, sogar das Bier kommt auch aus der Umgebung, aber gut, das ist in Bayern ja fast normal. Und was eben wirklich ist, es ist auch, finde ich, sehr preisgünstig, denn man bekommt viel geboten und wenn man zum Beispiel nur Frühstück isst, dann beginnt das schon mit 80 Euro. Kommt natürlich auf die Zimmerkategorie an, es gibt auch noch bis 117 Euro, aber mit Halbpension kostet es auch nur 114 Euro. Nur unter Anführungszeichen natürlich, aber ich bekomme ja ein riesen Wellness-Angebot. Absolut, also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, wenn man das alles nutzen kann und das alles im Preis mit drinnen ist, dann muss man wirklich sagen, dann hat man in 4 Tagen eine tolle Erholung und es ist wirklich dann auch etwas, was man sich erlauben kann und was man sich vor allem mal erlauben sollte, ne? Weil Entspannung, das suchen wir ja alle und dann wollen wir es natürlich auch schön um uns herum haben. Und dann fährt man ja oft so weit weg, zum Beispiel Ayurveda in Indien oder Sri Lanka, und dort gibt es auch Ayurveda, aber Ayurveda von den Bergen. Und zwar ist da eine Dame, die heißt Ingrid Priebe, die hat eine Ayurveda-Ausbildung auch natürlich auch in Indien und überall gemacht, aber hat das Ganze auf bayerisch sozusagen umgewandelt und macht das aus der Enzianwurzel, macht die so Bitterstoffsohle, und das habe ich selbst auch ausprobiert. Dann entgiftet die alles, die macht Bäder damit. Ayurveda, das ist natürlich auch ein sehr lustiges Wortspiel, muss man wirklich sagen. Ayurveda, gefällt mir gut. Und es wirkt auch wirklich gut, denn ich denke immer, ja, wir fahren auf den Glauben Ayurveda, aber das ist für diese Länder oft richtig. Aber wir sind halt einmal
Österreicher, Deutscher, Schweizer, wie auch immer. Und für uns sind unsere Kräuter gewachsen und unsere Entgiftungen. Und da finde ich das also wirklich sehr passend, dass sich dieses Hotel auch so viel den Kopf zerbricht, mit unseren Kräutern zu arbeiten, mit unserer Natur zu arbeiten, mit den Wurzeln, mit den Entgiften. Und da ist man wirklich gut aufgehoben in diesem Hotel. Ja, wir merken ja auch, wir kommen auch in den wirklich tollen, oberklassigen Hotels immer mehr auf diesen Weg der Spiritualität. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass mittlerweile ein Wellness-Hotel Ayurveda anbietet. Klangmassagen sind mittlerweile auch, also Klangschalen, sind mittlerweile auch ganz oft im Angebot enthalten. Das heißt, wir sind jetzt weg von diesem Fitnesswahn, gehen jetzt wirklich in diesen, wir wollen entspannen. Wir wollen im Grunde genommen Ruhe haben. Und natürlich im Berchtesgadener Land, da kommt natürlich noch das Besondere dazu, nämlich die Umgebung. Das die heißt, wunderschöne Natur. Kann fast in irgendeiner Form auch seinen innerlich kleinen eigenen Jakobsweg gehen und wirklich mal so entspannen und runterkommen. Ja, man muss auch sagen, rund um das Hotel ist einfach nur Wiese, Wald. Ja? Da ist einfach wirklich nur pure Natur. Man kann natürlich ein bisschen weiter in die kleinen Dörfer fallen, die wirklich so bayerisch ausschauen, muss man sagen, so gediegen und ist einfach so ein Wohlfühlfaktor. Ich sage immer, in Bayern, da ist einfach mal... Die Welt in Ordnung. Ja, da ist die Welt in Ordnung. Das werden viele wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, natürlich bin ich ein Bayer, aber ich sage jedes Mal, wenn ich Bayern die Grenze überschreite, dann merke ich, dass der Himmel blauer ist, die Wiesen sind grüner und die Luft ist besser. Das ja, ist es riecht so nach den Heu, nach den Blumen. Ja. Und es ist wirklich, es ist auch, ich bin ja, also ich bin auch gerne am Meer, das gebe ich schon zu, aber wenn ich es mir aussuchen muss, wo ich für immer bleiben muss, dann bin ich lieber in den Bergen, weil das ist eben so mein Heimatsgefühl, weil ich kann natürlich im schönen blauen Teich baden dort, den die dort haben, eben mein Naturbadeteich, aber ich kann eben auch auf die Berge hinaufgehen, ich bekomme qualitativ hohes Essen, das ist mir auch wichtig. Hat man auch gesehen, kulinarisch sind die auch weit vorne, das heißt, da gucken die natürlich auch, dass ihr, dass die Hotelgäste auch vielleicht nicht eben abends noch irgendwo anders hin müssen, sondern dass man eben im Hotel eigens bleibt, um wirklich mal was so richtig loslassen sehr, sehr zu können. Sehr gemütlich ist, da gibt es verschiedene Stuben, die sehen alle ein bisschen anders aus. Also es gibt nicht einen riesengroßen Speisesaal, sondern mehrere kleine Räume, dass man sich wirklich immer gemütlich wohlfühlt dabei. Den Pool, den habe ich geliebt, ich bin ja so eine Schwimmerin, also da kann man wirklich seine Bahnen ziehen und man sieht halt einfach, dass das wirklich qualitativ hohe Nahrung ist. Das ist mir eben auch so wichtig, denn wenn ich etwas esse, dann möchte ich auch eine gute Qualität haben und dann fühle ich mich auch einfach wohl. Ja, Kaiserschmarrn, da können wir ja eigentlich nicht widerstehen nach einem Wandertag oder einem Radtag, dass man da zum Beispiel einen guten Kaiserschmarrn am Abend noch isst. Das ist schon was Feines. Ja, das sind die Zimmer, die sind eigentlich recht modern, sehr viel Weiß. Also das Weiß überwiegt in jedem Zimmer. Das macht das auch so klar. Das heißt, man kann gut in seinen eigenen Gedanken und Träumen so verschwinden. Und ich mag das nicht, wenn die Zimmer so angeräumt sind. Und diese Zimmer sind sehr stilvoll. Mhm. Sieht alles sehr ordentlich aus. Mhm. Und vor allem, man bekommt hier wirklich einiges. Ist der Chef, oder? Das ist der Direktor, ja. Der ist eben ehemaliger Eiskunstläufer. Deswegen wird der Sport hier sehr groß geschrieben und die Massagen. Ich habe ja schon viele Hotels getestet, aber der achtet eben darauf, dass da so Sportmasseure drinnen sind. Und da gibt es Massagen, die sind grenzenlos gut. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah ist, oder? Genau. Das Hotel Gut Edermann, auf jeden Fall wahrscheinlich auch in deinem Magazin Beautiful Life wird natürlich erwähnt. Auch beschrieben. Aber nicht nur hier, sondern ich finde das ja auch ganz schön, wenn man eben, und das gehört ja auch zum leichteren Leben dazu, mal so einen kleinen Tipp abgibt, weil viele wollen gerne mal verreisen. Wollen und wenn es nur über das Wochenende ist. Würden drei auch Tage. Gerne mal diesen Luxus pur. Genau. Und hier ist es Luxus pur, den aber auch noch zu bezahlen ist. Und das finde ich ist wirklich ein schönes Angebot, das du und ich finde, wenn man drei Tage so übers Wochenende weggeht, dann ist das oft wie, wenn man 14 Tage ans Meer gefahren ist, weil das so ein Stress war. Und dort ist wirklich Erholung pur und man ist nach drei Tagen vollkommen relaxed. Also ich habe jetzt im Grunde, bei mir kann ich es jetzt gar nicht sagen, soll ich jetzt Heimweh oder Fernweh sagen? Weil es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und die Berge sind immer eine Reise wert. Und ein Tag in den Bergen, das ist eigentlich genauso wie ein Tag am Meer, das heißt Erholung pur und eben zu bezahlbaren Preisen, sah wirklich toll aus. Schön,
Hotel Gut Edermann. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, einfach mal im Internet vorbei. Ach ja, ich muss noch sagen, wenn man reserviert, man bekommt auch einen 10% leichter Lebenrabatt. Oh, das ist wenn man jetzt in dieser Woche oder so in der nächsten Zeit reserviert. Genau. Einfach mal sich informieren. Weißt du, was ein bayerischer Döner ist? Nein. Weißt du, was ein bayerischer Döner ist, Sabine? Keine Ahnung. Habe ich mal gegessen auf einem Weihnachtsmarkt, das muss ich Ihnen kurz erzählen, weil ein bayerischer Döner, der wird hergestellt mit einem Finchgall. Mhm. Und dann kommt da Blaukraut rein und Ente. Okay. Und das ist dann ein bayerischer Döner. Sehr, sehr lecker. Habe ich auch zum allerersten Mal. Habe ich zum ersten Mal gegessen, war aber wirklich toll. Bayerischer Döner. Aber sonst isst man da der Reiswurst. Aber ich habe gelernt, aber nur am Vormittag. Vor 12. Ja. Die Weißwürste dürfen 12 Uhr klingeln, genau. Leider nicht erleben. Ja. Kurze Pause, danach geht's weiter mit Julia. Julia. Oh, oh, oh. Mit der Julia. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ich bin auf die Erde gekommen, um Menschen an ihre Gaben zu erinnern, sie zu stärken und zu unterstützen. Wir alle sind energetisch miteinander verbunden. Der hellsichtige Mensch ist offen und durchlässig für die Energien anderer. So kann er über das Energiefeld den Menschen erfassen, aber auch in sein Schicksal schauen. Es passt heute wieder alles irgendwie ganz gut zusammen, oder? In die Sendung. Also ja, wir sind schon wieder drauf, aber hier wird noch geplaudert, weißt du, da hinten werden schon Rezepte ausgetauscht. Ist schon fertig. Hallo, wir sind schon wieder on air, während ihr da hinten so... Die Frauen sich da wieder was zusammen, wo ein Stargast im Studio ist. Ist doch nicht zu fassen, was haben wir nochmal. Julian F.M. Stöckel, ja. Wirklich ein sehr angenehmer und sehr liebenswerter junger Mann, no. Der ins Studio gekommen ist. Es macht was auch Spaß, mit dir zu plaudern, denn ich glaube wirklich, in deinen jungen Jahren hast du echt schon viel erlebt, viel mitgemacht. Ja. Im Moment bist du auch viel auf Reisen. Das heißt, zwischen Wien, Berlin, am Wörthersee, also ja, sind natürlich auch Städte, die irgendwie nicht also, unbedingt zusammenpassen. Nee, oder? Eigentlich gar nicht. Aber es ist ganz interessant, die Österreicher haben ja relativ wenig Prominente. Wir haben ja in Deutschland massenhaft und jedes Jahr werden ja neue Leute produziert. Jeden Tag produziert DSDS und Supertalent neue Gurken, die verschwinden zwar wieder, aber sie produzieren jeden Tag neue. In Österreich ist alles ganz anders. Da gibt es die A-Riege, die nicht auf Events geht, weil die das halten die für verpönt und nein, nein, nein. Dann gibt es eine kleine Riege von Stars in Österreich und die deutschen Stars sind für die Österreicher Weltstars. So, ich werde dort behandelt wie eine Königin. Wir haben eine Österreicherin hier, aber ich glaube, ich muss noch nicht mehr hingucken. Ich glaube, sie würde nicken und dir recht geben, oder? Ja, sie guckt auch schon ganz erfreut. So, und am Wörthersee ist es ja noch besser, weil es gibt noch ein Phänomen in Österreich. In Deutschland verstecken sich ja die Superreichen. Hier siehst du ja weder einen Lidl noch einen Aldi noch sonst wem mit dem ganzen Geld. In Österreich feiern die sich ja wie in Hollywood. Hier mein Geld, ich habe einen Rolls-Royce, ich habe dies, ich habe das. Und das Witzige ist ja, Geld ist ja chronisch immer gelangweilt. Wer Geld hat, ist immer gelangweilt. Ach, und ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht wohin und Halligalli. So, und die lieben natürlich mich, weißt du? Und immer, wenn ich am Wörthersee bekomme, diese ganzen Superreichen, ach, Herr Stöckel, mit Ihnen ist so schön. Und ich denke dann, oh, ihr mit eurem ganzen Geld, wie wunderbar. Und so werde ich quasi da wie eine Trophäe immer weitergereicht. Werd da eingeladen und dort eingeladen und dort eingeladen. Und ich kann auch schon ein bisschen österreichisch, ich mag das und ich kann das. Vielleicht noch ein bisschen üben. Ja, ja. Jetzt sei nicht so streng mit mir. Auf jeden Fall bin ich jetzt quasi die Königin vom Wörthersee und beerbe quasi jetzt Roy Black. Und und ansonsten fühle ich mich, und in Wien fühle ich mich sowieso wohl. Am Donnerstag fliege ich wieder nach Wien, weil ich moderiere den European Fashion Award. Und Wien ist sowieso das Allerbeste. Genau, das muss man auch wirklich sagen. Also Mode lässt sich nicht los. Du verbindest das wirklich viel mit Party auch. Ja. Auch Fashion Week in Berlin bist du ja im Grunde genommen auch ein Gesicht, wo man weiß, da gibt es immer die Julian F.M. Stöckel Party. Ja. Da ist man gern auch eingeladen. Und es macht immer Spaß mit dir. Also das muss man auch wirklich sagen. Egal, ob es mal laut ist
oder ob es mal die ruhigeren und leiseren Töne sind. Ich kann es auch ganz schnell umschalten. Ich kann ganz schnell wieder auf laut machen und auch schneller reden. Und es ist so schön, Karl Lagerfelds Mutter hat mal gesagt, red schnell, damit die Leute nicht so lange das dumme Zeug hören muss, was du redest. Und das habe ich mir von ihm abgeguckt. Das finde ich irgendwie ganz gut. Und wenn ich dann immer denke, na, jetzt wird irgendwas, was so lang wird, rede ich schneller, damit mehr Informationen kommen. Jetzt ist Karl Lagerfeld und seine schnelle Aussprache mir natürlich noch viel, viel klarer deswegen geworden. Redet er schneller, damit alle Leute alles auch wirklich zuhören. Der ist übrigens so, das muss ich sagen, also wo du gesagt hast, Leute, die mich geprägt haben, ich habe, als ich 18 und 19 war, das ist, glaube ich, ein Jahr her maximal oder so, habe ich ja Karl Lagerfeld kennengelernt. Und da muss ich sagen, das ist bis heute für mich die inspirierendste Person, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und wir haben uns einen Bruchteil von 5 Minuten unterhalten. Der hat mir das Gefühl gegeben, wir würden uns seit 30 Jahren kennen. Und der ist so toll. Was, wie das der riecht, auch, wie der... Oh, wir haben über Diven geredet und es gibt Menschen, die müssen Diven sein. Dazu gehört natürlich der Hannelore Elsner, dazu gehört die alte Riege der Schauspieler, mit der du sehr viel Kontakt hast, die dich eigentlich so ein bisschen als den Ziehenkel wahrscheinlich eher ansehen. Ich bin quasi die Enkelin Diva. Und eigentlich Karl Lagerfeld ist natürlich auch eine Wahnsinns-Diva. Also hier Hannelore Elsner. Ist das süß? Ja. Die würde mit niemand so ein Foto machen, weil die viel zu, die Elster sagt, wenn man sie irgendwie anspricht, sagt, können wir ein Foto machen, dann macht sie das aus Protest. So ein Foto, das hat sie selbst gesagt. Wir machen ein Selfie und dann richtet sie mich hin, sagt, Julian, jetzt stell dich so hin. Nein, wir machen das so. Und man muss dann auch gehorchen. Also ich gehorche. Wenn Hannelore sagt, so und so machen wir das, dann musst du gehorchen. Ja, ich glaube, ich würde ihr auch gehorchen. Da ist nichts irgendwie mit, wir machen das jetzt so und so. Nein. Hannelore sagt und damit hat sich das dann Ich auch. Würde sagen, das Foto unterschreibst du nachher noch und das legen wir in unser Verlosungspaket, denn Mode ist ja im Grunde genommen auch etwas, was dich in deinem Leben immer begleiten wird. Ich finde heute übrigens, das darf man ruhig einem jungen Mann auch mal sagen, du siehst fantastisch aus. Findest sehr du? Schöne Schuhe, sehr schönes Outfit. Also muss man sagen. Und schlank sehe ich aus. Ja. Guck mal, weil ich für tolle Beine habe. Mhm. Ich sehe aus, als wenn ich 18 wäre und so eine Size Zero hätte. Toll. Ich liebe mich ja am meisten in dem Bildschirm zu sehen. Ich könnte die ganze Zeit in den Bildschirm gucken. Das ist schlimm eigentlich. Guck doch da einfach noch ein bisschen weiter rein. Allerdings müssen wir dich jetzt wegblenden, denn wir wollen noch eine Frage beantwortet bekommen von unseren Zuschauern, damit sie hier dieses schöne Designstück von Julian FM Stöckel gemeinsam mit dem Foto, mit ihm und Hannelore Elsner, und das unterschreibst du auch gleich noch, gewinnen können. Wir wollen wissen, was ist eine weitere Berufsbezeichnung von Julian FM Stöckel? Ist er A, Gärtner oder B, Modedesigner? Gärtner. Stichwort ist Julian. Und würde ich dir auch zutrauen. Ich züchte dicke, geilen Spargel, Möhren und Auberginen. Ich glaube, Nico, unser neuer Mitarbeiter von Leichter Leben, der uns jetzt 3 Monate begleitet, der ja einer deiner besten Freunde ist oder dein bester Freund ist, der hat sich wahrscheinlich die Frage einfallen lassen, oder? Ja, da nickt er. Den kann man übrigens auch gut zeigen. Komm mal rüber. Der ist komm ganz mal kurz hübsch. Rüber. Komm mal kurz rüber. Ich habe ja nur schöne Freunde. Astro TV Leichter Leben in 10452 Berlin. Aber jetzt ist er 3 Monate bei mir, Julian. Tut mir leid. Einsendeschluss ist der 26.07.2016. Dahin die Karte schreiben und dann haben Sie die Chance, das Autogramm plus den wunderbaren Schal da zu bekommen. Da ist er. Ich habe ja nur attraktive Freunde. Der Best Bro, wie man in der Jugendsprache sagt. Ja. Ich lerne hier so viel dazu. Das ist echt fresh, ihr beide. Läuft bei uns. Läuft bei dir, Stöckel. Ich lasse euch mal ganz kurz hier noch einen kleinen Männer-Talk machen, während ich rüber zu Sabine gehe. Obwohl, du kannst eigentlich gleich auch mitkommen, wenn du Lust so hast. Und Gabriele auch. Lasst uns doch ein bisschen verkosten. Hier, Julian, unser Stargast natürlich. Ja. Der soll als erstes Essen bekommen. Ich habe auch schon für ihn einen Teller fertig gemacht, schon in aller Schnelle, weil er gab mir schon so Zeichen. Er gab dir das Zeichen, ich bin hier der... Ich will alles. Ich will alles. Und zwar noch mehr. Und noch viel mehr. Gitte Henning. Ich bin Topmodel, natürlich. Ich wusste gar nicht, dass du so groß bist. Ich war der größte Gitte Henning-Fan wahrscheinlich überhaupt. Meine erste LP. Erstmal kriegst du einen Teller. Aber auch eine... Ich habe die mal kennengelernt, habe sie nach einem Foto so gefragt. Sag, können wir ein Foto machen? Da guckt die mich an, als hätte ich sie gefragt, ob ich jetzt bei ihr einziehen könne. Das ist aber auch anstrengender geworden. Du bist ja jetzt noch so jung, aber ich glaube, für heute wirkliche Prominenz ist das wirklich manchmal anstrengend mit diesen ganzen Handys. Früher musste man Autogramme geben oder durfte man Autogramme geben. Heute kommst du ja nicht mehr weg, ohne dass man sagt, können wir mal ein Selfie machen? Selbst auf dem Fußballplatz, Ronaldo, der im Grunde genommen von seinen Fans... Ich liebe Ronaldo. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich liebe Ronaldo, der schönste Mann der Welt. Und ich bete ja zu Gott, dass er bisexuell ist, damit ich irgendwann endlich mit ihm schlafen kann.
Ich glaube, da brauchst du nicht beten. Aber die Frage ist, ob er mich schön findet. Ich meine, gut, wenn man mich so sieht. Wir können jetzt keine Klage deswegen bekommen. Ja. Das sind ja nur Mutmaßungen, ja, oder? Ich habe ja außerdem nichts gesagt. Ihr seid dann die Schuldigen. Ich wünsche es mir nur. Der Wunsch ist Vater des Gedanken. Was ist das Wunscherfüllungsband von Gabriele? Wer weiß, was ich habe mir schon überlegt, ich habe jetzt hier mein ganzes Haus mit Ich bin reich und dann werde ich Multimilliardärin. Alle Aufkleber, ganz raus ins Gesicht. Ich bin reich und dann ist mir das Geld aus den Ohren kommen. Aber Gabriele, was machen wir jetzt mit dir? Ein Stückchen Brot? Ja, und noch ein Brot. Ein Brot. Nimm hier noch eins. Ich nehme trockenes Brot. Das habe ich auch. Ich mache mal die rote. Genau. Gefällt es euch? Eintippen. Nur, das ist ein bisschen so Geschmack. Ich hasse ja eigentlich auch rote Beete. Und dann kocht ja Nina mit, oder? Aber irgendwie ist das lecker. Ja, so ging es mir auch beim ersten Mal. Julian, ich glaube, mein lieber Kollege Jens Garling wird sehr, sehr traurig sein, dass er heute nicht da ist, weil ihr seid auch ein bisschen enger miteinander. Jens und ich, wir sind Freundinnen seit gefühlten 50 Jahren. Und der wird sich jetzt die Pulsadern aufschneiden. Wahrscheinlich. Warum bist du nicht in meine Sendung gekommen, verdammt nochmal. Aber ich freue mich natürlich, dass du heute zu uns gekommen bist und uns wirklich mit viel Leichtigkeit erfreut hast. Ich komme wieder. Danke, Nico. Danke, Nico. Lecker. Und dann würden wir auch noch so gut gekocht. Und sehr gerne. Schöner kann man doch das Leben gar nicht genießen, oder? Soll ich dir was verraten? Ein Geheimnis? Nico hat mich ja bekniet, gestern zu kommen. Und da habe ich gesagt, na ja, was kriege ich dafür? Und dann hat er gesagt, ja, was willst du denn? Ich sage, ich habe eine wunderbare Idee. Und weißt du, was ich mir gewünscht habe? Einen Tag muss Nico machen, was ich will. Und wir filmen es auf YouTube. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Das zeigen wir dann hier. Ich habe eine Freundin, die ist eine Transe. Und ich und Nico lassen uns als Schminken und als Frauen verkleiden. Und das filmen wir und machen ein lustiges Video draus, Nico. Das wird der schönste Tag im Jahr. Nico, vielen Dank. Wusste ich gar nicht. Ja. Bei uns kommen nämlich Gäste normalerweise freiwillig. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn da mal so eine Aufgabe ist. Spruch des Tages noch mal ganz kurz drauf geguckt. Vor allem freue ich mich auf den Film. Du wirst niemals richtig glücklich sein, wenn du ständig an Dingen festhältst, die dich traurig machen. Ja. Ja. Der Film wird auch bei Leichter Leben gezeigt. Da das freue wird ich mich der schon schönste drauf. Film des Jahres. Dafür kriege ich die goldene Kamera, Stöckel und Nico als Transen. Das war's. Ich glaube, wenn Sie genauso gut in den Tag gestartet sind wie wir, dann ist es gut. Genießen Sie den Dienstag. Ich freue mich auf morgen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke auch. Rezept kommt noch. Natürlich, bei Facebook. Auf jeden Fall. Auf jeden. Auf jeden sagt man nur noch. Auf jeden. Achso, okay. Auf jeden. Das ist auf echt jeden. So oft immer auf jeden Fall. Auf jeden. Auf jeden. Auf jeden. Nur noch. Gut. Muss man nicht mehr aussprechen. Okay.